Hallo und moin moin zu einer neuen Folge der Volto Smart Facts. In dieser Folge möchte ich euch gerne das Autarik Smart Grid Interface von Insta vorstellen. In Zeiten der Energiewende und des erhöhten Einsatzes von Wärmepumpen in Neu-, aber auch Bestandsbauten kommt es immer wieder darauf an, dass man auch diese Wärmepumpen steuern kann. Der Paragraph 14a des Energiewirtschaftsgesetzes sagt ganz klar, dass eine Wärmepumpe auch regelbar sein muss, wenn ein entsprechendes Signal aus dem Netz dies erfordert. Bisher war es eigentlich, ich will mal fast sagen, unmöglich, eine Wärmepumpe richtig steuern zu können, denn die Wärmepumpen an sich, die arbeiten relativ proprietär. Das heißt, ich muss immer auf die Technologie eines Wärmepumpenherstellers setzen, um zum Beispiel dann per 1 bis 10 Volt eine Wärmepumpe zu regeln zu können. Oder ich muss es über irgendwelche Schaltkontakte machen, die aber nicht standardisiert sind. Dabei gibt es einen Standard, nämlich das sogenannte Smart Grid Ready, also SG Ready Zertifikat, das dafür sorgt, dass diese, es sind zwar auch nur Schaltkontakte, aber dass diese Schaltkontakte standardisiert sind. Die Arbeitsweise ist relativ einfach. Wir haben zwei Schaltkontakte innerhalb der Wärmepumpe und je nachdem, wie ich diese Schaltkontakte ansteuere, hat die Wärmepumpe eine standardisierte Aktion auszuführen. Das kann man natürlich mit einem Schaltaktor ganz einfach realisieren. Nennen wir es mal einfach. Mit ein wenig Logik und ein bisschen Gedankengang, ja, kann man das machen. Aber eigentlich ist es nicht ganz komfortabel. Und aus dem Grund ist dieses Smart Grid Interface von Autarik, also von Insta, eigentlich ein sehr, sehr guter Match. Denn ich kann mit diesem Gateway und diesem Interface direkt die Wärmepumpe ansteuern und habe in dem Produkt integriert noch mehrere Funktionen, um entsprechende Funktionen, zum Beispiel auch das Thema Paragraph 14a oder Überschussladen, entsprechend darzustellen. Hierzu habe ich euch ein paar Informationen in ein paar Slides zusammengebaut, um einfach die Möglichkeit der Adressierung bzw. der Konfiguration des Gerätes ein bisschen näher zu bringen. Um euch ein bisschen näher zu bringen, wie dieses ganze Thema SG-Ready funktioniert, habe ich mal folgende Tabelle vorbereitet. Am Ende vom Tag funktioniert SG oder SG-Ready, Smart Grid Ready, wie auch immer man es nennen möchte, über zwei Schaltkontakte. Mit zwei Schaltkontakten kann ich bis zu 4 verschiedene Modis oder Zustände schalten. Je nachdem, welcher der beiden an oder aus oder ob sie beide an oder beide aus sind, bekomme ich dadurch 4 verschiedene Funktionen. In den technischen Spezifikationen ist Smart Grid entsprechend so spezifiziert, dass ich bei Betriebsart 1 die Wärmepumpe ausschalte, in 2 habe ich den Normalbetrieb, 3 ist eine Anlaufempfehlung und 4 ist der Anlaufbefehl. Über diese 4 Zustände kann ich meine Wärmepumpe steuern, ohne dass ich in irgendeiner Form einen Busbefehl in oder an die Wärmepumpe senden muss. Also ist relativ einfach. Das Smart Grid Interface bildet, wenn man es so sagen möchte, das Zwischenstück oder das Interface zwischen der Wärmepumpe und meiner KNX-Anlage. Und was macht es? Ich habe zum einen die Möglichkeit, über die beiden Schaltkontakte, die potenzialfrei ausgelegt sind, innerhalb des Aktors oder des Interfaces die Smart Grid-Kontakte anzuschließen. Auf der anderen Seite habe ich die Binäreingänge, die entweder dafür sein können, um sie als klassischen Binäreingang zu nutzen oder entsprechend schnelle Funktionen auszuführen. Das zeige ich gleich, wenn ich auf das Thema der Applikation eingehe. Und des Weiteren habe ich jetzt die Möglichkeit, über KNX meine verschiedenen Betriebsarten über einen Byte-Befehl oder ein Byte-Signal entsprechend zu geben und somit meine Betriebsarten umzuschalten. Ja, wie ihr gesehen habt, der Anschluss des Autarik Smart Grid Interface ist verhältnismäßig einfach. Was aber auch eigentlich ganz gut ist, denn es muss ja nicht immer kompliziert sein und auch für den Systemintegrator muss es ja nicht immer eine Sonderlösung sein, die höchst komplex ist. Kurz einmal zum Aufbau an sich. Wir haben jetzt, man hat es auf den Bildern zwar schon gesehen, aber hier nochmal in echt, wir haben hier unten die Anschlussklemmen für die Binäreingänge, also sprich für die Eingänge in der Wärmepumpe. Und hier auf der anderen Seite des Kabels haben wir unsere KNX-Leitung und entsprechend die Binäreingänge, die ich dann nutzen kann, um sie am Wechselrichter oder entsprechend an einem anderen Gerät oder Schalter anschließen zu können. Wie gewohnt, wir schauen uns jetzt noch einmal die Applikation an
um nochmal zu schauen, was im Gerät nochmal parametriert werden kann. Und dann machen wir das Fazit. Sobald ich die Applikation hochgeladen habe in die ETS, fällt mir auch hier wieder, wie soll es anders sein, zunächst die Informationskarte zum Bereich KNXCQ auf. Das wissen wir alle, kennen wir alle, von daher können wir schon weitergehen. Ansonsten fällt auf, wir haben hier nur zwei Reiter. Das heißt schon eigentlich, dass gar nicht so viel zu tun ist, um da eine vernünftige Applikation oder eine vernünftige Funktion darzustellen. Und da gehen wir jetzt mal ein bisschen näher rein. Ich habe auf der einen Seite drei verschiedene Möglichkeiten, die dieses Smart Grid Interface abbilden kann. Wir haben einmal das Thema PV-Überschuss, wir haben das Thema SG-Ready-Modus und den Modus PV-Überschuss, SG-Ready plus Netzdienlichkeit. Wo unterscheiden die sich? Zum einen, hier unten sieht man es auch wieder schön, gibt es die Kontexthilfe, die mir dabei unterstützt, entsprechend die richtigen Werte auszusuchen. Aber kurzum gesagt, ich habe hier beim PV-Überschuss beispielsweise, habe ich direkt die Möglichkeit, in meinen Nebenstelleneingängen ist dann der Eingang 1 direkt so eingestellt, dass dadurch eine Aktion hintendurch passiert. Also sprich, der Betriebsart 4 wird entsprechend dadurch gesteuert. Wenn ich dann beispielsweise auf den SG-Ready-Modus gehe, kann ich aussuchen, sollen die Binäreingänge aktiv genutzt werden können als KNX-Binäreingang oder sollen sie dafür dienen, dass ich beispielsweise aus meinem Wechselrichter oder aus irgendeinem anderen Gerät die SG-Ready-Umschaltung aufnehmen kann. Und auf der dritten Variante habe ich dann hart verdrahtet, die Möglichkeit zu sagen, E1 ist Überschuss, E2 Netzdienlichkeit und E3 ist die benutzerdefinierte Umschaltung. Bei den Freigaben habe ich dann noch die Möglichkeit, Logikfunktionen einzubauen. Finde ich auch mal eine ganz interessante Geschichte, vor allem wenn ich da doch vielleicht die ein oder andere Abhängigkeit zusammen unterbringen muss. Alles in allem, die Applikation wirkt relativ klein. Sie ist jetzt auch nicht außergewöhnlich groß, aber nichtsdestotrotz ist es alles drin, was man braucht. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man eine Applikation vorfindet, die nicht überfrachtet ist mit tausenden Funktionen, die man meistens dann doch nicht braucht. Sowohl die Applikation als auch das Gerät an sich zeigt, dass man nicht unbedingt zwangsläufig Geräte entwickeln und produzieren muss, die oversized oder extrem kompliziert aufgebaut sind. In der Vergangenheit war das ja leider der Fall gewesen, dass Geräte viele, viele Funktionen hatten. Dieses Gerät an sich ist wirklich ganz spitz auf die Anwendung Smart Grid und Wärmepumpe ausgelegt und erfüllt seinen Zweck wirklich extrem gut dafür. Wenn ihr Fragen habt zu dem Autarik Smart Grid Interface, wenn ihr weitere Fragen habt zu diesen Geräten und zu Wärmepumpen, wie gehabt, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns einfach an.